Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Marco, gestern Abend ist die Nachricht rausgekommen, dass du deinen Vertrag bei Dynamo bis 2020 verlängerst. Wie lange musstest du darüber nachdenken, bis du die Entscheidung getroffen hast? Naja, es war ja schon ein Prozess jetzt über die letzten Wochen und Monate. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, wo meine Priorität liegt. Ich glaube, man erinnert sich noch an die Pressekonferenz. Und so war es eigentlich über den ganzen Zeitraum. Und trotzdem muss man halt Gespräche führen mit Ralf, mit dem Trainer und so weiter. Und die waren aber von Anfang an positiv. Und im Endeffekt war die Entscheidung jetzt nicht wahnsinnig schwer. Was hat die Entscheidung denn begründet für dich persönlich? Also du bist ja ein Mensch, der abwägt sozusagen Pro und Contra. Was waren für dich die Hauptargumente zu sagen, ich bleibe hier und zwar bis 2020? Also ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig viele Gründe, hier in Dresden zu bleiben. Und das habe ich, glaube ich, auch häufiger schon nach außen gesagt. Ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl hier mit meiner Freundin. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Menschen hier kennengelernt im Umfeld um Dynamo Dresden. Natürlich auch direkt im Verein wie dich oder euch beide. Und nein, das ist einfach ein Gefühl, ich glaube, ich bin ein Mensch, ich muss mich wohlfühlen und ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Und deswegen stand für mich auch von Anfang an klar, wenn alles normal läuft, möchte ich hier bleiben und das auch so lange wie möglich. Und ich glaube, die Erlebnisse, die man hier in diesem Verein als Spieler hat, die werde ich woanders nicht so einfach bekommen mit den Fähigkeiten, die ich besitze. Und deswegen ist das für mich eigentlich ein Traum, hier 3 Jahre weiterzumachen und natürlich auch die Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal 1 Jahr meiner Karriere unter optimalen Trainingsbedingungen abschätzen kann, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn mir die Kröte nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Ist Dresden und Dynamo für dich ein Stück Heimat geworden in den letzten Jahren? Das auf jeden Fall. Das verbindet man halt einfach damit, wenn man viele Menschen dann hier kennenlernt, auch privat kennenlernt, Freunde ansammelt und ja, einfach, man merkt das dann, wenn man an freien Tagen Dresden nicht mehr so viel verlässt und mehr hier bleibt und seine Freizeit hier verbringt. Und das ist bei mir absolut der Fall. Und ja, das ist natürlich auch ein Grund, dann hier zu bleiben. Welche Rolle hat deine persönliche Entwicklung in den letzten 4 Jahren gespielt? Und wie wichtig waren Uwe Neuhaus und Ralf Minge bei deiner Entscheidung? Zu letzteren auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also ich habe, seitdem der Trainer hier ist, sportlich das absolute Vertrauen bekommen. Das ist einfach wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich konnte mich auch unter seiner Idee, Fußball zu spielen, sehr weiterentwickeln. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt nicht zweite Liga spielen hier als Kapitän. Und Ralf Minge ist einfach ein Mensch, der in dem Geschäft sehr viel Menschlichkeit zeigt, was mir auch wichtig ist. Und dem man eine sehr, sehr gute Bezugsperson hat einfach. Und ja, es macht Spaß, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Und ich sehe halt, dass ich mich hier sportlich weiterentwickeln kann. Und das vielleicht jetzt auch noch mit 28 bzw. bald 29 Jahren. Du hast am Anfang deiner Dynamo-Zeit den bitteren Abstieg aus der zweiten Liga miterlebt. Damals gab es eine gewisse Schere zwischen Identifikation, Mannschaft und Fans. Das ist irgendwie gefühlt seit 2,5 Jahren ganz, ganz anders. War das auch ein Grund für dich zu sagen, ich bleibe hier, weil was Geileres an Zusammenhalt zwischen Mannschaft, Fans, Umfeld, alles was daran hängt, kann ich mir nicht vorstellen? Ja, das ist eine super Entwicklung gewesen in den letzten 2,5 Jahren und war so einfach nicht abzusehen. Und da halt ein Teil davon zu sein, vielleicht auch, ich will es nicht übertreiben, aber Identifikationsfigur mit vielen anderen hier zu sein, die schon seit Jahren hier sind und sportlich jetzt was erreicht haben, das ist was Besonderes und das will man noch weiter prägen. Das schenkt man nicht einfach so her, indem man vielleicht woanders hingeht. Und das ist natürlich ein Grund, wo man sagt, man will sich vielleicht auch hier noch einen kleinen Namen machen, einfach in der großen Geschichte des Vereins. Ja. Du bist in dem Fußballalter, wo du jetzt auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist. Was nimmst du dir denn vor? Was ist die Perspektive mit Dynamo für dich sportlich in den kommenden Jahren? Naja, im Moment ist es so, und 3 Jahre ist natürlich ein langer Zeitraum, aber ich fühle mich einfach so gut, wie ich mich noch nie gefühlt habe, also sowohl sportlich als auch einfach körperlich fit. Das zeigt sich halt am Wochenende, denke ich, auch in den Leistungen. Und der Verein hat jetzt 2,5 Jahre eine kontinuierliche Entwicklung nach oben genommen, die doch sehr, sehr steil war. Ich hoffe, dass es weitergeht und ich hoffe, dass ich das mit prägen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich dazu was beitragen kann, dass ich den Jungs weiterhelfen kann, mit denen ich zusammen spiele und dem Verein im Moment sportlich auch ja, zum Erfolg beitragen kann. Und das ist so das, was man sich vorgenommen hat über den langen Zeitraum. Die hoffen natürlich, dass der Verein sich auch so steil weiterentwickelt, wie es die letzten 2 Jahre vorgegeben haben. Dann lässt das nach oben alles zu. Du hast im Wintertrainingslager gesagt, dass du das Optimum aus dieser Saison rausholen willst. Der Klassenerhalt ist so gut wie perfekt, wenn man auf die Tabelle schaut und den Abstand nach unten. Worum geht es für euch in den nächsten Spielen, Wochen und Monaten? Naja, das sehen wir doch. Man ist irgendwie da oben dabei. Die doch anscheinend in der Hinrunde doch recht souveränen Mannschaften oben sind vielleicht doch nicht ganz so souverän. Und wir haben alle Möglichkeiten und wir müssen einfach die Freude entwickeln daran, da oben dran zu bleiben mit aller Macht. Das muss Spaß machen, das muss Bock machen.
Und da geht es am Sonntag auf Pauli schon weiter mit einem geilen Spiel, ein cooles Stadion, Atmosphäre so aufsaugen, mitnehmen und ein Erlebnis für uns draus machen und auch für die Fans. Und dafür brauchen wir halt einen Sieg. Es wird, glaube ich, dein erster Auftritt auf St. Pauli, dem du schon lange entgegenfieberst. Wie sehr freust du dich aufs Millerntor? Ich durfte mich mal warm laufen, 90 Minuten. Sehr genüsslich dort vor der Fankurve. Ja, egal. Ich freue mich einfach, auf dem Platz zu stehen. Ich hoffe, dass ich die Trainingswoche gut überstehe. Und ja, das war was, wo man als Fußballer oder ich als Fußballer schon lange gesagt habe, da möchte ich unbedingt mal spielen. Das war beim Hinspiel bei Union Berlin so, wo ich auch zu den Jungs gesagt habe, das ist für mich ein Riesenerlebnis. Und ich freue mich, dass ich das mit den Jungs teilen kann, die ich jetzt schon seit zum Teil 2,5, 3 Jahren kenne. Und genauso wird es am Wochenende auch wieder. Hatti, vielen Dank für das Gespräch und wir sind sehr, sehr froh, dass du noch mindestens bis 2020 unser Kapitän bleibst. Dankeschön.